Every day I'm looking for a way to return to the time when everything was easy to learn. Don't know when it started to... Hallo zusammen, willkommen zu unserem nächsten Video. Es geht um das Auflasten von unserem Fahrzeug, einem Knaus 700er MEG Skywave. Wir haben ihn gekauft mit 3,5 Tonnen und als Light-Version. Das heißt halt, auch die Achsen sind etwas schwächer dimensioniert und auch die Bremsen sind nicht ganz so groß wie bei der Heavy-Version. Aber so stand er halt nun mal da. Nachdem wir die ersten Urlaubsfahrten gehabt hatten, das Fahrzeug richtig eingeräumt war, sind wir mal auf die Waage gefahren und siehe da, 3760 Kilogramm. Das war dann wohl doch etwas zu viel. Also mussten wir uns darum kümmern, dass wir auflasten. Es gibt von den Fahrzeugherstellern meistens ein Gutachten, wo man ohne technische Änderungen auf 3,85 Tonnen auflasten kann. Das ist eine Sache, die ich erst in Erwägung gezogen hatte. Doch wenn man sich das Ganze genauer anguckt, dann sieht man, dass das eigentlich eine Mogelpackung ist. Warum? Das werde ich euch gleich nochmal zeigen anhand einer Grafik, welche ich jetzt mal kurz aufrufe. So, jetzt hier kurz die Erklärung zu den einzelnen gewogenen Achslasten und zu den erlaubten Achslasten. Wir haben ein Fiat Ducato mit 3500 Kilogramm zulässigem Gesamtgewicht. Das ist ein Fiat Ducato Light. Die maximalen Achslasten betragen an der Vorderradachse 1850 Kilogramm. An der Hinterradachse haben wir 2000 Kilogramm zulässig. Gewogen haben wir an der Vorderradachse 1650 Kilo, an der Hinterradachse 2100 Kilogramm, macht 3750 Kilogramm zulässiges gewogenes Gesamtgewicht. Somit sind wir um 250 Kilogramm überladen. Jetzt machen wir eine Auflastung auf 3850 Kilogramm. Dieses ist möglich ohne eine technische Änderung. Und hier wieder gewogen an der Vorderradachse unsere bekannten 1650 Kilogramm. Zulässig 1850 Kilogramm. Wir haben 200 Kilogramm Luft. Und die Hinterradachse. Immer noch 2100 Kilogramm. Aber zulässig nur 2000 Kilogramm. Das heißt, wir haben hier auf der Hinterradachse ein Problem. Denn wir sind trotzdem, trotz unserer Auflastung auf 3850 Kilogramm zulässigem Gesamtgewicht, weiter um 100 Kilogramm überladen an der Hinterradachse. Also 4000 Kilogramm zulässiges Gesamtgewicht, Auflastung, mit einer technischen Änderung. Und zwar haben wir an der Vorderradachse Schraubenfedern, nicht zusätzliche, sondern andere, etwas härtere. Und an der hinteren Achse haben wir zusätzliche Luftfedern, die typischen Faltenwellen. Gewogen, wie immer, unsere 1650 Kilogramm. Zulässig 2000 Kilogramm jetzt durch die anderen Schraubenfedern. An der Hinterradachse immer noch gewogen 2100 Kilogramm. Aber durch die zusätzlichen Luftfedern dürfen wir 2250 Kilogramm. Somit ist das Fahrzeug nicht mehr überladen und wir können mit ruhigem Gewissen in den Urlaub fahren. Was sind die Konsequenzen auf der Auslastung von 3,5 auf 4 Tonnen oder auch mehr, je nachdem, was das Fahrzeug hergibt? Der Führerschein bis 7,5 Tonnen wird notwendig. Meistens brauchen wir höhere Mautgebühren. In der Schweiz ist das manchmal sogar ein bisschen besser, da man so Tagesvignetten kaufen kann, wenn man über 3,5 Tonnen ist. Aber in den meisten Ländern ist das auch deutlich teurer mit über 3,5 Tonnen. Das Lkw-Verbotsschild beim Überholen muss beachtet werden. 100 km/h Höchstgeschwindigkeit auf Autobahnen. Und nur noch 80 km/h Höchstgeschwindigkeit auf Landstraßen. Und, viele denken nicht dran, 60 km/h Höchstgeschwindigkeit auf Landstraßen, wenn wir einen Anhänger hinten dran haben. Höhere Strafen bei Verkehrsverstößen. Und zu guter Letzt müssen wir zum TÜV alle 2 Jahre und ab dem siebten Fahrzeugjahr müssen wir jährlich zum TÜV. Doch dafür haben wir den Vorteil, dass wir, wenn wir im Urlaub fahren, gerade durch Länder wie Österreich, Schweiz und Italien, keine Angst haben müssen vor Wiegekontrollen, an denen dann auch gleich jedes Mal ausgeladen werden muss. Was sicherlich den Urlaub nicht gerade angenehm macht. So, und jetzt gehen wir noch raus und gucken uns draußen an, wie die anderen Federn vorne bzw. die Zusatzluftfedern hinten aussehen. So, dort hinten ist jetzt auf der Achse zu sehen die zusätzliche Luftfeder. Davon gibt es dann rechts und links jeweils eine.
und die werden aufgepumpt durch den Kompressor, der vorne verbaut ist und mit Leitungen mit den Luftfedern verbunden ist. So, hierdurch ist halt die Hinterradachse ungefähr 5 cm nach oben gekommen. Ich fahre jetzt mit 2,5 Bar. Wenn wir das Ganze auf bis zu 7 Bar darf ich hochgehen, dann kommen wir hier nochmal 5-6 cm hoch, was auch gar nicht mal so schlecht ist. Zum Ausgleichen, wenn man schräg steht, oder zum Aufpumpen, wenn man auf eine Fähre fahren möchte. So, und damit das Auto dann nicht immer bergab fährt und auch die Vorderradachslast von 1850 auf 2000 Kilo ging, haben wir diese Fahrwerksfedern auch noch wechseln lassen. Dadurch ist der Abstand hier um ca. 3 bis 4 cm nach oben gegangen. Das heißt, das ganze Fahrzeug hat doch deutlich mehr Bodenfreiheit. Und um den Luftdruck zu regulieren, ist ein Kompressor eingebaut. Der sitzt ungefähr dort. Und so geht es nach oben, so geht es nach unten. Ich habe extra noch das alte Modul genommen mit den mechanischen Zeigern. Ich finde es einfach besser und schöner. So, jetzt noch ganz kurz zusammengefasst aus diesem Video. Man kann zwar auflasten auf 3850 Kilogramm, hat dann aber immer noch das Problem, dass man meistens eine überladene Hinterradachse hat. Darum macht es in meinen Augen auch durchaus Sinn, auch technisch zu ändern, das heißt andere Fahrwerksfedern vorne und Zusatzluftfedern hinten, um auf 4000 Kilogramm aufzulasten und dass die Achsen somit genügend tragen können und nicht eine einzelne Achse mehr überlastet ist. Die Nachteile haben wir eben gerade nochmal aufgeführt, das muss jeder für sich selber entscheiden. Dafür fährt das Auto jetzt deutlich besser, deutlich spurstabiler, bei Seitenwind keine Probleme mehr, Spurrillen merkt man fast gar nicht mehr. Von daher hat sich die Investition, das Geld einfach hat sich gelohnt. Es waren jetzt rund 2400 Euro, die wir dafür bezahlt haben. Aber da muss sich jeder sein eigenes Angebot machen. Man kann das sicherlich durchaus auch selber machen. Wenn das Video gefallen hat, bitte einen Daumen nach oben hoch oder ein Abo dalassen. Kommentare mit Ergänzungen sind immer sehr gerne willkommen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Every day I'm looking for a way to return.